habe mir wieder einige Fragen gestellt. Hallo mein Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Q&A hier auf meinem YouTube-Kanal. Und eigentlich mache ich das Ganze nochmal. Ich habe dieses Q&A schon aufgenommen mit einem anderen Video. Und das andere Video wollte ich dann schneiden und das Q&A ist ja auch egal. Aber eben habe ich dann gesehen, was ist denn mit dem Video passiert? Es war so ohne Ton und so in Zeitlupe. Und anscheinend gibt es oben neben meinem Aufnahmeknopf einen Knopf für Foto, Video und S und Q. Also was ist denn bitte S und Q und warum braucht man das neben dem Aufnahmeknopf? Ist mir vorher natürlich noch nie aufgefallen, weil der einzige Modus, den ich bei der Kamera brauche, ist halt Video. Ich mache damit keine Fotos. Und ja, das war dann Fail. Und gerade eben habe ich wieder angefangen aufzunehmen. Und jetzt weiß ich, worauf ich achten muss, weil oben links ist so ein Mikrofonzeichen. Und wenn da oben links Mikrofon off steht, ist wieder diese scheiß... Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ist jetzt wieder diese blöde Einstellung. Ja, aber ich habe es jetzt geändert. Ich habe mich wirklich aufgeregt, weil es war alles für die Katz. Und jetzt muss ich halt morgens vor der Arbeit, deswegen habe ich jetzt hier auch so ein bisschen schickeren Look an, muss ich jetzt morgens vor der Arbeit halt das Q&A nochmal filmen. Sonst schaffe ich es die Woche einfach nicht, weil ich fliege jetzt demnächst und die Videos müssen natürlich vorher alle gedreht sein, geschnitten sein, in YouTube aufbereitet sein und geplant sein, dass ich halt während des Urlaubs mich um Videos nicht kümmern muss, also um die zu bearbeiten und hochzuladen. Videos werde ich natürlich trotzdem drehen. Aber egal, kommen wir zu meinem Q&A. Ihr habt mir einige Fragen gestellt. Und sehr interessante Fragen, die so eigentlich vorher noch nie so gestellt wurden. Einige wiederholen sich und so weiter. Aber ja, freut mich sehr. Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme. Und wenn ihr vielleicht meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ja, liked gerne das Video und damit supportet ihr meinen Kanal. So, jetzt geht's los. Einreise USA, ist nur ein ESTA-Formular und ein Reisepass nötig? Ja, also wenn ihr einfach nur Urlaub machen wollt in den USA, reicht das ESTA-Formular und der Reisepass. Wenn ihr dort arbeiten wollt, zum Beispiel als Au-pair oder länger als, glaube ich, 4 Wochen reisen möchtet, dann braucht ihr, glaube ich, ein Visum. Aber sagen wir mal, ihr bleibt 1, 2 Wochen, 3 Wochen in Orlando oder sonst wo, dann reicht das ESTA-Formular. Kann man alleine nach WDW fliegen, wenn das eigene Englisch sehr gebrochen ist? Also, ich würde auf jedem... Wenn ihr keine Reisepartner habt, würde ich auf jeden Fall sagen, macht das alleine. Auch wenn euer Englisch nicht super ist. Daran muss ich mich immer erinnern, wenn ich als ich mit meiner Mama da war und ihren 2 Freundinnen, der erste Orlando-Trip oder mein erster Orlando-Trip. Ich bin ja einen Tag nach Universal gefahren und habe sie sozusagen alleine gelassen. Und die wollten dann ins Animal Kingdom fahren und die können gar kein Englisch. Vielleicht thank you und hello. Das war es aber auch. Und ich habe dann gesehen, die hatten wirklich eine tolle Zeit. Die haben immer Fotos gemacht beim Fotopass-Fotografen und haben sich sogar was zu essen bestellt, ohne irgendwie Google Translate oder sonst was. Und es hat funktioniert. War jetzt zwar nur ein Tag, den restlichen Tag war ich da, aber das kann funktionieren. Mit Händen und Füßen kann man sich in jedem Land irgendwie verständigen. Und ansonsten hat man ja immer noch Google Translate. Ihr habt in WDW überall WLAN. Oder kauft euch eine eSIM, die sind jetzt mittlerweile auch nicht mehr so teuer. Und ja, dann könnt ihr auch Google Translate benutzen. Wenn ihr irgendwas Wichtiges sagen wollt dem Castmember, tippt es in Google Translate, übersetzt es und zeigt es dem Castmember und lasst es vorspielen. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wie findest du Emma Watson als Belle? Na, darum geht, da ist ja die Realverfilmung, Die Schöne und das Biest. Und ich muss sagen, ich mag die Realverfilmung nicht. Die Schöne und das Biest, das Original, ist ja mein absoluter Lieblingsfilm. Aber Emma Watson erinnert mich immer an Hermine Granger. Und das ist tatsächlich das Leid, was, glaube ich, so Schauspieler haben, die in so einem dezidierten Film so lange gespielt haben, auch Daniel Radcliffe. Die erkennt man halt immer als Emma Watson oder Harry Potter.
Aber sie hat ihre Rolle schon ganz gut gemacht, aber ich fand halt den Film generell, ich bin im Kino eingeschlafen, da habe ich es zu Hause nochmal geguckt, da bin ich auch eingeschlafen. Ist nicht so meine Lieblingsrealverfilmung. Lieblingsspot zum Essen im DLP, wo schmeckt's am besten? Ja, da kommt demnächst auch ein Top 5 Video Schnellimbiss-Restaurants, kommt auch in den nächsten Wochen. Auf jeden Fall muss ich sagen, für mich, wo schmeckt's am besten, sagen wir mal jetzt mal, gehen wir mal die verschiedenen Restaurants durch. Table Service Restaurant ist für mich einmal das La Table de Mer und das Waltz. Das sind so die zwei Table Service Restaurants. Buffet würde ich sagen, auf jeden Fall Downtown, Royal Banquet und das Plaza Gardens. Und was Schnellimbiss angeht, auf jeden Fall das Shawarma im Avengers Campus, im Super Diner. Für mich die Burritos, aber da scheiden sich wirklich die Geister bei den Burritos, wenn ich jetzt nur noch an Brina denke. Und ja, das sind so die Spots, wo es am besten schmeckt. Ja. Mach einfach weiter so, liebe deinen Content. Ja, vielen, vielen Dank. Ich muss auch mal Danke sagen unter meinem 10.000 Abonnenten-Video. Das Gewinnspiel ist jetzt übrigens auch vorbei, aber was für tolle Kommentare ich darunter bekommen habe, für euren Support. Auch wenn ihr länger schon dabei seid oder erst seit kurzem, eure Geschichten, wie euch die Videos weitergeholfen haben. Was mich sehr gewundert hat, ist, dass ihr die WDW-Vlogs, also die WDW-Vlogs wurden sehr oft genannt, dass das eure Lieblingsvideos waren. Und soll das heißen, dass ich wieder nach WDW soll? Oh, würde ich gerne, aber dieses Jahr wird es auf gar keinen Fall was. Nächstes Jahr macht ihr Epic Universe auf in Universal. Da habe ich schon gesagt, 2025 muss ich wieder nach Orlando. Wo ich auch, dazu kommen wir noch später. Ah, das kann man, beantworte ich dann später, weil die Frage kommt noch. Ja, aber vielen, vielen Dank. Was willst du unbedingt als Attraktion ausprobieren in den beiden Freizeitparks? Ja, da geht es wahrscheinlich um meinen Urlaub, in dem ich jetzt bin. Weil ich habe auch gefragt, ob ihr Fragen zum Urlaub habt. Also, ich möchte auf jeden Fall in Hongkong, möchte ich Mystic Manor machen. Das war ja, glaube ich, Hongkong, ne? Ja. Mystic Manor. Und dann gibt es ja auch diese Grizzly-Achterbahn. Möchte ich auf jeden Fall machen. Und natürlich alles in Frozen. Also Frozen ist auf jeden Fall bei mir ganz hohe Priorität. In Shanghai auf jeden Fall Pirates. Pirates soll echt der Knaller sein, da freue ich mich sehr drauf. Natürlich Zootopia. Also ja, das sind so die Sachen, auf die ich mich am meisten freue. Aber generell freue ich mich auf die beiden Parks. Ich war ja noch nie in den asiatischen Parks. Bin sehr gespannt auf den Vibe. Disney Illuminations oder Disney Dreams? Ja, schwierige Frage, weil ich habe tatsächlich keinen Favoriten. Ich finde, beide Shows haben so ihre Vor- und Nachteile. Viele sagen ja, dass Illuminations keine Geschichte oder keinen roten Faden hatte. Ich fand Illuminations trotzdem toll. Disney Dreams war damals mein erstes Feuerwerk. Und Disney Illuminations hatte mehr Feuerwerk an sich. Disney Dreams hat weniger Pyrotechnik. Ja, ich kann es tatsächlich nicht sagen, was ich besser finde. Ich bin dafür, dass wir mal eine neue Show bekommen. Aber das wird leider nicht der Fall sein, bevor dem 35. Geburtstag von Disneyland Paris. Was so ein bisschen dauert. Und das kann ich mir aber ganz gut merken, weil ich bin ja genauso alt wie das Disneyland Paris. Ich bin ja auch 1992 geboren. Und ja, da müssen wir noch 3 Jährchen warten. Hast du noch Wunschreiseziele? Ort, wo du noch nie warst? Ja, auf jeden Fall habe ich als Wunschreiseziele alle Disney-Parks auf der Welt. Und dazu zählt natürlich auch Tokio. Generell Japan möchte ich Tokio auch mal die Stadt sehen, aber auch Osaka, auch die Universal Studios in Japan sollen ja richtig krass sein. Also das ist so an Freizeitparks, was mir auf jeden Fall, und dann natürlich Anaheim und auch Alani wegen Disney. Also das sind jetzt so die Disney- und Freizeitpark-Sachen, die ich auf jeden Fall auch mal machen möchte. Ja, vielleicht klappt nächstes Jahr Tokio, mal sehen, was nächstes Jahr so ansteht. Ja. Und ansonsten generell so Reiseziele, auf jeden Fall die Malediven. Die Malediven sind ja auch gerade so am Absaufen, wenn man das so sagen kann, wegen dem steigenden Meeresspiegel. Sind die Malediven ja gefährdet, irgendwann nicht mehr zu existieren in der Form. Deswegen, also Malediven sehen schon traumhaft aus. Ansonsten finde ich auch Indonesien spannend. Ich bin so generell so ein Asien-Fan. Aber auch viele Sachen in Amerika. Ich war schon mal in New York, würde aber gerne nochmal nach New York und andere Städte in Amerika mal besuchen.
San Francisco und sowas. Also ja, ich liebe Reisen und es gibt noch so viele schöne Sachen zu entdecken. Und ich sage immer, wenn ihr die Möglichkeit habt, genießt es, macht das Beste, also generell jetzt aus eurem Leben, wenn ihr Ziele habt, verfolgt sie, weil man weiß nie leider, wann es vorbei ist. Das sehe ich in den letzten Wochen, Monaten und Jahren immer wieder. Egal, ob es eine Krankheit ist oder sonstiges, was auf der Welt passiert, man weiß nie, wenn man wieder sozusagen zu Hause bleiben muss. Deswegen ja, versucht jede Minute, jede Möglichkeit mitzunehmen und genießt euer Leben. Irgendwie habe ich halt heute Morgen ein bisschen Schnupfen. Das ist sehr schlecht. Wir sind Mitte April im Disneyland mit Kids, 7 und 9. Was müssen wir mit ihnen auf jeden Fall machen? Ja, also 7 und 9, ich weiß nicht, wie die Kids drauf sind. Ne? Also und ich habe ja im Umfeld keine Kinder so nah und so oft und auch habe natürlich noch selbst keine Kinder. Aber 7 und 9 können ja auf jeden Fall alle Fantasy-Attraktionen machen. Ich glaube, die können auch schon auf dem Big Thunder Mountain. Das macht den meisten Kindern ja auch Spaß. Also ich glaube, die meisten Attraktionen können sie schon machen. Ich weiß jetzt nicht, bei Indiana Jones, da bin ich mir jetzt unsicher. Aber ich glaube, so die meisten Attraktionen können 7- und 9-Jährige auf jeden Fall machen. Und dann will ich auf jeden Fall auch die Shows mitnehmen. Die Shows im Disneyland Paris sind ja eh der Knaller. Mickey the Magician, Lion King und sowas. Also schaut auf jeden Fall auch die Shows. Und ja, guckt, ob sie vielleicht Charaktere treffen wollen. Ansonsten fokussiert euch auf die anderen Sachen. Ja, ist immer unterschiedlich, was 7- und 9-Jährige gerne machen. Aber wenn ihr Kinder in dem Alter habt, könnt ihr mir gerne weiterhelfen und unten in den Kommentaren helfen. Von welchem Disney-Film hast du am meisten Fanartikel? Ja, das ist auch so eine Frage. Also zählt Mickey und Minnie als Film? Disney-Film? Es gibt auch Filme mit Mickey und Minnie. Ja, also da würde ich auf jeden Fall sagen Mickey und Minnie. Also allein nur halt dieses Mickey-Shape. Davon habe ich so viel in meiner Wohnung. Und wenn wir sagen richtigen Disney-Film, dann ist es auf jeden Fall Die Schöne und das Biest. Aber davon habe ich prozentual vielleicht 5-10% und der Rest ist eigentlich fast nur Mickey und Minnie. Vereinzelt mal da Herkules, da Dumbo, so eine Figur oder so. Aber echt, Mickey und Minnie sind hier sehr dominant vertreten. Wie kannst du nur so viel Geld verdienen, dass du so oft ins Disneyland kannst? Ja, die Frage muss ich auch schmunzeln beim ersten Mal, ist meine Brille runtergefallen. Ja, ich ziehe die Brille jetzt, versuche die mal auszuziehen für die Videos, weil euch das Geblende immer gestört hat. Ja, musste ich schon beim ersten Q&A schmunzeln. Also, wie kann ich nur so viel Geld verdienen, dass ich so oft ins Disneyland kann? Erstens, ich gehe natürlich Vollzeit arbeiten, 100%. Und dann, was ich mache, das kommen wir dazu auch noch, weil die Frage kam auch. Also, ich gehe natürlich 100% arbeiten. Und da ich ja jetzt auch in der Schweiz bin, verdiene ich schon wesentlich mehr als in Deutschland. Klar, die Unterhaltskosten sind auch höher in der Schweiz, aber man muss sagen, was am Ende auf dem Konto rauskommt, ist viel mehr, als was ich in Deutschland hatte. Also so viel dazu, aber ich konnte mir natürlich auch in Deutschland leisten, so oft ins Disneyland zu fahren, weil es dann halt für mich günstiger war, hinzukommen, weil wir uns ja natürlich die Reisekosten geteilt haben im Auto und so weiter. Und ja, mittlerweile verdiene ich auch den ein oder anderen Euro mit YouTube. Und mittlerweile kann ich auch sagen, die ganzen Wochenendtrips, die ich so mache, kann ich auch mit YouTube mittlerweile, mit dem Geld, was ich von YouTube bekomme, finanzieren. Und bleibt trotzdem noch ein bisschen was übrig. Ja, also kommt drauf an. Das Shopping zähle ich jetzt nicht dazu. Allein nur die Reisekosten und so. Ja. Es ist halt, wenn man es geschickt macht, kann man schon öfter ins Disneyland Paris fahren. Wir teilen uns ja auch immer die Kosten fürs Hotel. Wenn ich jetzt an unseren letzten Trip denke, da haben wir dann halt 70 Euro bezahlt für 2 Nächte pro Person. Ist jetzt halt nicht die luxuriöseste Absteige. Ich kann natürlich nicht immer im Disneyland-Hotel übernachten, weil das kann ich mir dann nicht leisten. Aber ja, wir schauen immer auf die Kosten und vor allem was Übernachtung angeht. Klar, ich bin jetzt auf den Zug angewiesen oder auf den Flieger, was jetzt kostentechnisch natürlich viel teurer ist, als ich früher mit dem Auto war. Aber dann ist es halt so, weil alleine mit dem Auto zu fahren ist erstens auch für mich von hier aus zu teuer, weil erstmal der Diesel, ich fahre aktuell noch einen Diesel, ist hier fast bei 2 Franken, also fast 2 Euro. Der Diesel auch in Frankreich ist ja teuer.
Und auch die Mautstrecke für mich alleine wäre viel zu teuer. Deswegen würde ich fast, glaube ich, auch auf 200 Euro kommen für hin und zurück mit dem Auto und plus die 7 Stunden Fahrt, die ich alleine machen müsste. Also das wäre zu anstrengend. Ja, und genau. Ja, wie kann man nur so viel Geld verdienen? Also wie gesagt, ich habe einen guten Job, bin sehr happy über meinen Job, aber da kommen wir auch später zu. Hab studiert und deswegen ermöglicht es mir auch, so einen guten Job zu haben. Liebe Moni, würdest du auch mal mit einer nicht deutschen Reederei auf Kreuzfahrt gehen? MSC oder Royal Caribbean? Habe ich ja schon. Disney Cruise. Disney Cruise ist keine deutsche Reederei. Aber ja, generell, also ich bin natürlich sehr festgefahren auf AIDA. Ich bin so der AIDA-Typ. Wir haben auch oft schon überlegt, mein Schiff mal zu probieren, aber irgendwie haben wir noch nicht diesen Schritt gewagt. Aber generell so, also MSC reizt mich gar nicht. Aber Royal Caribbean, so die, was die Schiffe angeht, sind schon krasse Schiffe dabei. Und das sind ja fast auch schon eigene Freizeitparks, so was da alles geboten wird. Also Royal Caribbean vielleicht, aber die sind ja auch so teuer. Also mal gucken. Vielleicht irgendwann mal. Aber ich habe ja schon mal eine nicht-deutsche Reederei gemacht. Was kostet der Trip nach Asien? Ja, dazu wird es auf jeden Fall auch noch ein Video geben nach dem Trip. Und da könnt ihr auch nochmal Fragen stellen und so. Aber generell haben wir für den Flug, wir fliegen ja von Frankfurt nach Bangkok mit Zwischenstopp in Indien und dann Direktflug von Shanghai nach Frankfurt, also es ist ein Gabelflug, dafür zahlen wir 700 Euro pro Person. Und dann allein die Kreuzfahrt, 2 Wochen mit AIDA, zahlen wir jetzt, weil wir uns eine Kabine zu viert teilen, das machen wir oft, also fast immer, dass wir uns eine Kabine zu viert teilen mit 4 Erwachsenen, da senkt der Preis auch pro Person. Ich glaube, es war um die 1.000 Euro für 2 Wochen. AIDA mit dann halt, also nicht all-inclusive, aber Essen ist ja dabei und Getränke am Tisch etc. Natürlich sind da keine Ausflüge dabei, Transfer ist nicht dabei, weil wir haben auch nicht mit AIDA die Flüge gebucht, sondern sind Individualanreisende, wie man das so nennt. Und mit AIDA wäre der Flug, glaube ich, 2.000 Euro gewesen. Also es war uns viel zu teuer. Natürlich haben wir dann das Risiko, wenn jetzt wieder Lufthansa streikt, weil Lufthansa streikt aktuell sehr, sehr gerne. Dann haben wir natürlich die A-Karte, aber ansonsten drücken wir die Daumen, dass es nicht passiert. Ne? Lufthansa, bitte. ja. Und dann fürs Shanghai zum Beispiel, also da sind dann die Tickets nicht dabei fürs Disneyland und so. Shanghai Toy Story Hotel hat für 2 Nächte, ich glaube, 600 gekostet für alle Parteien. Das teilen wir uns natürlich auch durch 4. Ja, jetzt immer so grob die Kosten, aber da kann ich auch gerne mal nach dem Trip auch nochmal eine Kostenübersicht machen bei dem Q&A, was ich dann mache. Ja, jetzt kommt zur Frage, was machst du beruflich? Ja, was mache ich beruflich? Ich bin, klingt jetzt super fancy mein Titel, ich bin Business Analytics Specialist bei einem Unternehmen, welches am Flughafen Zürich sitzt. Ja, was bedeutet das? Das muss ich auch mal erklären, wenn mich irgendjemand fragt, was das bedeutet, dieser Titel. Also, ich mache einerseits Datenanalyse und zwar, als ich zu dem Unternehmen kam, wurde alles, also KPIs, Key Performance Indicators, also Kennzahlen des Unternehmens für die Schweiz, wurde alles per Excel gemacht, sehr manuelle Arbeit und wir haben ja 2 Standorte in der Schweiz und möchten den Prozess des Reportings, der Datenanalyse harmonisieren auf beide Standorte zusammen. Das sollte ich machen und das mache ich mit Power BI. Also Power BI ist auch ein Microsoft-Produkt, mit dem man Sachen automatisieren kann, so Datenanalyse und auch schön visualisieren kann. Und genau, das habe ich damals bei DHL schon gemacht, kam also mit der Kenntnis schon ins Unternehmen. Und das ist so ein Teil meiner Arbeit. Ich mache wöchentliche Reports, baue immer wieder dieses Power BI weiter aus mit Sachen, die von verschiedenen Abteilungen gebraucht werden. Und ja, das ist so die eine Sache. Also viel mit Daten und Excel als Basis natürlich, aber dann halt auch halt Power BI. Dann möchte ich mich zum Beispiel auch im Thema Power Apps noch weiterbilden. Und ja, das ist so die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass ich Projektmanager bin für einige Projekte bei uns im Unternehmen, die ich auch leite und manage. Und ja, das sind so die 2 Hauptbestandteile meines Jobs, welches sehr vielseitig ist tatsächlich. Ich bin halt hauptsächlich im Büro,
mit meinen Zahlen, aber bin auch oft am Flughafen unterwegs, muss da auch zu den verschiedenen Abteilungen von uns. Und ja, also muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinem Job, bin sehr happy mit dem Unternehmen und meine Kollegen sind toll und ich gehe gerne zur Arbeit, ich freue mich zur Arbeit zu gehen. Klar, wenn ich morgens aufdenke, denke ich, ich will länger im Bett liegen, aber auf der Arbeit bin ich sehr happy und verstehe mich mit allen gut. Und ja, bin sehr, sehr zufrieden mit dem Job. Es hat ja nicht so gut angefangen in der Schweiz, aber manchmal werden ja einem Steine in den Weg gelegt, um den richtigen Weg zu finden. Ach, so poetisch am Morgen. Dann, mich würde interessieren, was du hauptberuflich machst. Ich liebe deine Videos, das haben wir schon. Ja, irgendwie kommt jetzt die nächste Frage auch immer öfter. Muss an meinem Alter liegen, ich weiß es nicht. Wann möchtest du Kinder haben oder bleibt Disney immer dein Kind? Ich habe auch letztens immer die Frage bekommen, bist du nicht mittlerweile zu alt für Kinder? Also, erstmal muss ich immer wieder sagen, wenn ich diese Frage bekomme, ich beantworte sie, aber es gibt Frauen, die sehr sensibel auf diese Frage reagieren könnten, weil es gibt Frauen, die keine Kinder bekommen können, aus verschiedensten Gründen. Es gibt aber auch Frauen, die keine Kinder möchten. Und das halt nicht kommunizieren wollen, weil sie dann auch verurteilt werden in der Öffentlichkeit. Also, man fragt ja auch keine Frau, bist du schwanger? Weil das kann auch Nerv treffen, ne? Also, immer vorsichtig mit dieser Frage sein. Mir macht sie jetzt nichts, aber ich möchte es trotzdem immer wieder predigen, weil diese Frage auch immer wieder kommt. Und ich weiß, es gibt andere Leute, die sie nicht beantworten möchten. Ja. Also wann ich Kinder haben möchte, das ist ja auch so eine Natursache, ne? Also wann es funktioniert. Disney bleibt natürlich immer ein Teil meines Lebens und mein Kind. Aber ich möchte auch, oder wir, müsste ich ja sagen, alleine funktioniert das ja schlecht. Wir möchten schon Kinder haben, aber lassen uns da wirklich Zeit. Wenn es die Natur möchte, dann wird es funktionieren. Ansonsten, ja, schauen wir mal, wann. Also ich sag jetzt nicht, oh, Juli 2024, das ist ein guter Zeitpunkt, da möchte ich jetzt schwanger sein. Keine Ahnung, ne? Das ist ja auch, wenn man sich auch so einen Druck macht, also das höre ich jetzt von anderen immer, dann funktioniert es sowieso nicht. Deswegen sind wir da ganz entspannt und mal schauen, wann die Natur es möchte, dass wir ein Kind bekommen. Hast du bereits Reisepläne für Tokyo Disney? Ja, nee, also Reisepläne für 2025 wäre schon schön, aber noch nichts gebucht, noch nichts Konkretes geplant, aber ich möchte schon gerne nach Tokio. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 8,5 Jahre jetzt, genau, 8,5 Jahre. Hat dein Freund Hobbys, mit denen du nichts anfangen kannst? Ja, also nichts anfangen wäre jetzt übertrieben, aber er zockt gerne. Und es gibt ja auch ein Q&A bei mir auf dem YouTube-Kanal, wo ihr ihm Fragen gestellt habt. Das heißt, ihr könnt das gerne mal anschauen, da beantwortet er auch sowas, was er zockt und so weiter. Aber also mit den Spielen, die er zockt, kann ich nichts mit anfangen, aber er kann ja auch nichts mit Disney und Freizeitparks anfangen, also ist das vollkommen okay. Und ja, dann die nächste Frage, welche Gemeinsamkeiten habt ihr? Wir verbringen sehr gerne Zeit zusammen, gehen in die Therme, spazieren, gehen was essen, erkunden die Schweiz, fahren sehr gerne in einen entspannten Urlaub zusammen. Also das sind Gemeinsamkeiten, die wir haben. Und dann die nächste Frage zu unserer Beziehung. Wie kann eure Beziehung so gut funktionieren, wenn ihr doch so unterschiedliche Interessen habt? Und ich bin der Meinung, genau deswegen funktioniert es so gut, weil wir im Prinzip unsere eigenen Leben führen mit unseren Interessen, die wir haben und dann halt auch ein gemeinsames Leben. Und deswegen finde ich, funktioniert es auch so gut, weil jeder hat so seinen eigenen Freiraum, jeder kann mal das machen, was er möchte, ohne den anderen. Es gibt natürlich Paare, die das alles zusammen machen, was auch völlig in Ordnung ist, aber für uns, weil wir sehr freiheitsliebende Menschen sind, funktioniert das, funktioniert das super. Also deswegen muss ich sagen, glaube ich, funktioniert es ganz gut seit 8,5 Jahren bei uns, weil wir halt so freiheitsliebende und eigenständige Menschen sind, dass wir uns nicht einschränken in dem, was der andere macht. Wir verbieten uns auch nichts. Klar, mein Freund hat gesagt, ne, übertreib jetzt nicht dieses Jahr wieder mit jedes Wochenende weg bist, weil ne, das ist ja, wir wollen ja auch natürlich Zeit zusammen verbringen.
Aber er verbietet mir nichts. Und das mache ich auch nicht. Und ich bin sehr tolerant und er ist auch sehr tolerant. Und ich glaube, das könnte ich mit wenigen, also ich könnte wenig, mit wenigen Männern zusammen sein, die so tolerant sind mit dem, was ich tue. So, kann man das mal sagen. Genau, deswegen funktioniert es, glaube ich, ganz gut. Eventuelle Geschenkideen für einen Disney-Fan. Mein Bruder wird 27. Ja, da habe ich schon letztes Mal überlegt. Also ich glaube, Musical-Tickets sind immer ganz eine gute Idee, wenn man Musicals mag. Musical mag Hamburg. In Hamburg fängt ja jetzt Herkules an. Ansonsten Disney in Paris vielleicht. Und ja, ansonsten wird es schon schwierig mit jetzt 27. Einem Mann. Disney On ist jetzt nicht so das, der Prall. Also ich würd immer eine Aktivität schenken. Dann kann man das auch zusammen erleben vielleicht als Geschwister. Und ich glaube, das ist immer eine gute Sache. Disneyland. Sind die Preise in den Shops für Merch überall gleich? Ja, sind sie. Also sind nicht wie bei Shop Disney und Disneyland. Oder jetzt heißt es ja Disney Store, muss man ja wieder sagen. Ach, schon wieder so eine Umstellung. Im Disney Store und Disneyland Paris können sich die Preise für dieselben Artikel oft unterscheiden. In beide Richtungen. Teuer und günstig. Aber in Disneyland selbst sind die Preise überall dieselben in den Shops. Disneyland-Besuche als Landausflüge oder machst du die nach eurer Kreuzfahrt? Genau, das ist jetzt wieder auf den Urlaub bezogen. Also beides. Hongkong machen wir als Landausflug, weil wir in Hongkong ja 2 Tage sind. Mit Übernachtung, also auf dem Schiff. Und am ersten Tag sind wir dann in Hongkong Disneyland, weil wir dann bis abends natürlich da sein können mit Feuerwerk und so weiter. Und am zweiten Tag erkunden wir dann auch noch die Hongkong-Stadt. Und Shanghai machen wir tatsächlich nach unserer Kreuzfahrt. Also wir gehen dann vom Schiff, sind 2 Tage in Shanghai. Am ersten Tag, wo wir auch noch auf dem Schiff übernachten, sind wir dann in Shanghai Stadt. Und dann am zweiten Tag, wo wir vom Schiff müssen, werden wir ins Toy Story Hotel einziehen. Für 2 Nächte. Und dann wieder zurückfliegen. Welche Länder gibt es in den beiden Parks, die du besuchen wirst, die es im DLP nicht gibt? Ja, ich kenne jetzt die ganzen Parks natürlich. Themenbereiche nicht auswendig, aber auf jeden Fall Zootopia und Frozenland gibt es auf jeden Fall im DLP noch nicht, also Frozenland. Ansonsten muss ich sagen, weiß ich gar nicht. Ich glaube, also Discoveryland heißt ja dort anders, also das ist zum Beispiel Tomorrowland. Aber ich kenne jetzt die ganzen Bereiche nicht auswendig. Frag mich nach meinem Urlaub nochmal. Gibt es spezielle Meet and Greets, die du vorhast? Ja, ich würde sehr gerne Duffy und seine Freunde treffen, oder? Also alle werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, wegen zeitlich. Aber Duffy würde ich schon gerne mal treffen, aber ich habe jetzt gesehen, dass in Hongkong das Meet and Greet, also sowas wie bei uns im DLP Mickeys Haus, wo man Mickey treffen kann, gibt es auch für Duffy in Hongkong. Und das hat leider zu, ist wegen Renovierung geschlossen und It's a Small World. It's a Small World ist auch zu, wenn wir da sind in Hongkong. Naja. Ansonsten, wie gesagt, Duffy und Friends stehen ganz weit oben auf meiner Meet-and-Greet-Liste, weil es die halt bei uns nicht gibt. Gibt es wie üblich bei Verlängerung der Jahreskarte auch dieses Mal ein Angebot bzw. einen Rabatt? Nein, ihr müsst den vollen Preis bezahlen. Gibt es mit dem Disneyland Pass auch besondere Preise für die Disney-Hotels? Nein, es gibt keinen Room-Only-Preis, also es gibt Room-Only-Preise, aber keine Rabatte mehr auf die Jahreskarten-Room-Only-Preise, wie es früher war. Und meistens sind die Room-Only-Preise tatsächlich teurer als die Preise jetzt zum Beispiel bei Booking.com, Check24, Expedia und wie sie alle heißen. Also da unbedingt Preise vergleichen. Geht dein Freund diesmal mit? Nein, diesmal bleibt mein Freund wieder zu Hause. Ich fahre mit meiner Mama und 2 ihrer Freundinnen. Lohnt sich ein Slot zum Schminken und Verkleiden für die kleinen Prinzessinnen zu buchen? Auf jeden Fall. Wir haben das ja auch mal vor mit Brina. Es gibt ja verschiedene Preiskategorien. Ab 95 Euro fängt es an und das 95-Euro-Paket ist auch für Erwachsene, weil ihr da dort kein Kleid bekommt, einfach nur geschminkt werdet und ihr könnt euer Kleid selbst mitbringen oder eure eigene Kleidung und dann bekommt ihr ein Fotoshooting und ein Foto und ja, das wollen wir auf jeden Fall mit Brina irgendwann mal machen. Auf jeden Fall finde ich, es lohnt sich. Wir waren ja dort im Royal Dream, haben uns das angeschaut. Das könnt ihr mal im letzten Vlog schauen, wo wir uns das Disney, wo das Million Splashes of Color ins Wasser gefallen ist. Da waren wir im Royal Dream. Haben uns das angeschaut, das sieht einfach wunderschön aus. Ich glaube auch die Prinzessinnen und Prinzen werden ganz besonders behandelt. Und es ist auf jeden Fall eine
ein Erlebnis, was ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde, auch wenn ich es noch nicht selbst gemacht habe. Und es gibt natürlich verschiedene Preiskategorien, wo ihr dann auch noch ein Kleid mitbekommt und so weiter oder einen Anzug für den Prinzen. Aber bei der 95-Euro-Variante könnt ihr euer eigenes Kleid von zu Hause mitbringen. Gibt es in Disneyland Paris Geschenkkarten zu kaufen? Ja, an den Kassen. In welcher Season kann man die Grinsekatze treffen? Also wenn, dann halt nur zu Halloween. Aber ich weiß gar nicht, ob sie letztes Jahr auch draußen war zu Halloween. Aber wenn, dann an Halloween. Es gibt ja die neue Parade, aber gibt es die Parade mit dem Drachen, der Feuer spuckt, auch noch? Ja, du meinst Disney Stars on Parade. Ja, die gibt es auch noch. Die läuft ja so gegen 17, 17.30 Uhr. Aber der Drache spuckt kein Feuer mehr, sondern er macht nur noch Rauch. Weil letztes Jahr ist ja das der Unfall passiert während Fantasmic, wo der Drache, fast derselbe Drache, während der Show gebrannt hat. Und seitdem brennt unser Drache, also spuckt auch kein Feuer mehr. Weil Disney ist ja alles über Sicherheit, deswegen kommt da nur noch Rauch aus seiner Nase, wo ich den Feuereffekt echt immer cool fand. Aber naja. Aber ja, die Parade gibt's noch. Disney Stars on Parade plus Million Splashes of Color aktuell. Möchtest du deinen Freund mal heiraten? Ja, also ich würde gerne heiraten, aber wir werden nie heiraten. Was ist dein Job abseits von YouTube, Instagram? Habe ich schon beantwortet. Was hast du alles für die asiatischen Disney-Parks geplant? Also, ich möchte soweit alle Attraktionen fahren, die es im Disneyland Paris nicht gibt. Also so 1:1 Abklatsch. Ansonsten möchte ich natürlich Frozen Land mir anschauen und Zootopia. Und die ganzen, also alle Shows muss ich mal schauen, weil es gibt eine Show, die sich sehr ähnelt in Hongkong und in Shanghai. Ich glaube, es ist 1:1 dieselbe Show. Mal gucken, ob ich sie dann in Shanghai dann mache, weil ich halt einfach mehr Zeit habe in Shanghai. Mal sehen. Aber das ist so auf jeden Fall geplant. Also ich möchte auf jeden Fall die Parks, es sind ja jeweils nur ein Park, aber Hongkong ist ja relativ klein. Ich glaube, der kleinste Disneyland Park. Und Shanghai ist, glaube ich, der größte Disneyland Park, was flächenmäßig angeht. Also mal schauen, was wir alles schaffen. Kannst du dir vorstellen, YouTube und Disney Travel Content hauptberuflich zu machen? Das ist auch die letzte Frage. Und generell vorstellen kann ich es mir schon. Also, das Problem ist, wenn ich es hauptberuflich machen würde, müsste ich noch mehr reisen, damit ich genug Content habe, um euch damit zu versorgen. Dementsprechend wäre es natürlich noch teurer und müsste noch mehr Geld verdienen. Plus die ganzen Unterhaltskosten, die ich natürlich in der Schweiz habe. Also aktuell könnte ich nicht davon leben, sagen wir es mal so. Vorstellen könnte ich es mir schon, obwohl ich meinen Job sehr, sehr liebe. Vielleicht ist es auch, hier in der Schweiz ist es gang und gäbe, dass man oft die Prozente reduziert. Aktuell bin ich auf einem 100% Vertrag. Aber es gibt auch viele Leute bei uns im Unternehmen, die zum Beispiel nur 60% arbeiten, weil sie jetzt auch noch Flugbegleiter nebenher machen. Oder halt andere Jobs oder einfach nur 80% arbeiten, weil sie einfach mehr Freizeit haben möchten. Das ist hier, wie gesagt, Freizeit ist hier ein ganz hohes Gebot. Und das könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht die Prozente reduziere und dann halt mehr auf YouTube und Instagram gehe. Aber wie gesagt, da müsste ich noch mehr wachsen und noch mehr Aufrufe auf die Videos haben. Es ist halt so, ne? Es geht um die Videoaufrufe. Aber generell könnte ich es mir schon vorstellen. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber generell bin ich auch sehr zufrieden, wie es aktuell ist. Manchmal würde ich mir schon gern mehr Urlaubstage wünschen, weil ich habe halt nur 25 Urlaubstage hier in der Schweiz und ich bräuchte eigentlich viel mehr. aber die habe ich halt nun mal nicht. Weil ich halt viel mehr Urlaub machen würde und viel mehr Parks etc. etc. Aber ja, da muss ich halt mit klarkommen. Aber ja, das... Das war's. Das war's mit meinem Q&A. Wieder, wie gesagt, sehr interessante Fragen dabei gewesen. Und das war's. Ich muss jetzt zur Arbeit. Ich habe jetzt noch knapp 15 Minuten Zeit, um mir mein Frühstück zu bereiten und loszustiefeln. Ja, also das war mein Q&A. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.